Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich euch nun den neuen Trailer präsentieren von der Lachen Sie mit Stan und Olli Box, denn wie ihr in meinen anderen Videos schon gesehen habt auf meinem Kanal, wird ja Ende Mai die Lachen Sie mit Stan und Olli DVD-Box erscheinen, die es dann bei Mediamarkt online zu kaufen gibt und auch bei Amazon. Vielleicht auch bei euch in den Mediamarkt-Märkten direkt oder bei Saturn, da müsst ihr einfach mal nachschauen. Bei der Lachen Sie mit Stan und Olli Box, wie in meinem anderen Video bereits erwähnt wurde, geht es ja um die berühmte Sendung, um die bekannte und beliebte Sendung, die damals 1975 bis 80 im deutschen Fernsehen zu sehen war, auf ZDF, wo verschiedene Spielfilme mit einer eigenen ZDF-Musik und Synchronisation mit sehr schönen Soundeffekten, die nach wie vor meine Favoriten sind, weshalb ich auch die ZDF-Synchronisation bevorzuge, weil eben da, wenn Stan zum Beispiel Olli ins Auge fasst, so ein richtig piepsendes, quietschendes Geräusch kommt und generell oft schöne Soundeffekte eingefügt wurden, die meiner Meinung nach die Filme noch witziger wirken lassen. Ja, diese Synchronisation und diese Fassungen mit den einleitenden Worten von Theo Lingen werden auf dieser Box hier drauf sein, die, wie gesagt, nächsten Monat erscheinen wird. Und dazu gibt es nun auf dem YouTube-Kanal von Fernsehjuwelen, gibt es schon den ersten Trailer dazu, was ich euch nun kurz zeigen werde. Hier gibt es bereits den ersten Trailer zu sehen auf dem YouTube-Kanal von Film- und Fernsehjuwelen. Hier mit einer Auflösung von 480p, was vollkommen in Ordnung ist, was ja normalerweise die gängige DVD-Auflösung ist, die mir bekannt ist, und die Kinowelt-DVDs hatten ja auch keine größere Auflösung. Ich habe mir den Trailer mal schon angesehen, werde mir am Ende noch ein paar Worte dazu sagen. Ich werde ihn jetzt aber einfach mit euch gemeinsam anschauen. Ich habe mir auf der Festplatte heruntergeladen, den Trailer. Und werde ihn jetzt über den VLC-Player euch einfach mal ablaufen lassen. Und dann werde ich ihn nachher vergleichen mit einem von mir damals aufgenommenen Trailer. Beziehungsweise von einem VHS-Trailer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es scheint uns an der Zeit, einmal ein ernstes Problem zu besprechen. Hast du das Das gehört? Ist wirklich ein Problem, Stan. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, festzustellen, wie die beiden Herren, mit denen wir heute wieder das Vergnügen und die Ehre haben, in unserem Lande zu dem etwas ungehörigen Beinamen Dick und Doof gekommen sind. Ich kann doch nichts dafür, Dicker. Wieso kannst du nichts dafür? Und nenn mich nicht immer Dicker, du Doofer. Es ist uns trotz intensivster Nachforschung leider nicht gelungen zu erfahren, wer sich dieses Etikett hat einfallen lassen. Es scheint sich aber um einen schon seit langer Zeit eingeführten Unfug zu handeln. Alles, was wir herausgefunden haben, ist, dass man den beiden Gentlemen auch anderswo ihre wahren Namen streitig macht. So nennt man in Italien Herrn Laurel und Herrn Hardy zum Beispiel Krick und Krock. In Polen Flip und Flap. Und auch in anderen Ländern haben sie noch andere Kosenamen. Ja, du hast recht, Olli, du kannst deinen Stein niemals umstimmen. Die beiden Betroffenen haben niemals einen Zweifel daran gelassen, wie sie genannt sein wollten. Und auch in ihren Originalfassungen haben sie sich selbst nie anders vorgestellt als so. Ja, Stelle Laurel. Oliver Norval Hardy, Herr. Die Schauspieler Laurel und Hardy haben sich also immer namentlich mit ihren Filmfiguren identifiziert. Wie kam das? In den früheren Zeiten des Slapstick-Films entwickelten die Produktionsgesellschaften komische Figuren mit bestimmten Charakteristika, die von verschiedenen Komödianten dargestellt wurden. So spielte zum Beispiel Oliver Hardy in den Anfangszeiten seiner Karriere eine Figur namens Helpful Henry. Und Stan Laurel verkörperte eine Type namens Hickory Hickam. Wurde ein Komiker nun entlassen oder wechselte er aus freien Stücken die Stellung, so konnte er den Rollennamen nicht mitnehmen. Diese Typen und ihre Namen waren Eigentum der Produktion. Deshalb, sagt Hardy, haben wir dann unseren eigenen Namen benutzt und die konnte uns niemand stehlen.
Ich bin Mr. Hardy und das ist mein Kompagnon Mr. Lowe. Sehr angenehm, Herr. Ganz meinerseits. Warum es Ihnen nichts ausmachte, mit den Einfahrtspinseln identifiziert zu werden, die Sie spielten, und warum Sie sich gegenseitig in Ihren Filmen immer mit größtem Respekt vorstellten, das erklärt Oliver Hardy dem Filmhistoriker John McCabe eindrucksvoll. Es stimmt, dass wir in den Filmen großen Respekt voreinander bezeigen. Wenn ich Stan vorstelle, dann sage ich stets, ich möchte Sie mit meinem Freund Mr. Laurel bekannt machen und er macht es entsprechend. Diese beiden Kerle sind sehr, sehr nette Leute. Sie bringen es nie zu etwas, weil sie beide so dumm sind. Ich glaube, einer der Gründe, warum die Leute uns mögen, ist, dass sie sich uns gegenüber so überlegen fühlen können. Selbst ein 8-jähriges Kind kann sich uns gegenüber überlegen fühlen. Deshalb lacht es. Aber um auf dieses Mr. Laurel und Mr. Hardy zurückzukommen, diese beiden Knaben haben so viel Existenzberechtigung auf Erden wie irgendjemand sonst. Und sie haben genauso viel Anrecht, Mr. genannt zu werden, wie irgendjemand sonst. So, das war der Trailer. Wer den Trailer nochmals in aller Ruhe anschauen will, der kann gerne auf dem YouTube-Kanal von Fernsehjuwelen vorbeischauen und dort auch gerne einen Like da lassen. Wie man sieht, habe ich da auch schon einen Kommentar da gelassen. Und ihr könnt die Seite von denen auch gerne abonnieren und solche Arbeiten dann unterstützen, damit sowas öfters auf DVD erscheinen wird. Nun vergleichen wir das Ganze mit einer VHS-Aufnahme, denn die Folgen, die kamen ja damals oft auch im Fernsehen wiederholt, also die Sendungen. Und der ein oder andere hat die auf VHS-Kassette aufgenommen. Und wir vergleichen das jetzt einfach mal bildtechnisch mit der Fernsehjuwelen-DVD-Box. Und dann werde ich ein paar abschließende Worte dazu sagen. Es gibt hier einen YouTube-Kanal, der heißt Lachen Sie mit Stan und Olli. Der hat nur 47 Abonnenten, was ich eigentlich schade finde. Den könnt ihr auch gerne unterstützen, wenn ihr wollt. Der hat auf diesem Kanal, mit dem hatte ich auch privat Kontakt, also per Nachrichten schreiben in YouTube. Und als es damals noch die Nachrichtenfunktion gab, die wurde ja dann abgestellt von YouTube irgendwann. Und hier auf dem Kanal seht ihr von jeder einzelnen Folge von Lachen Sie mit Stan und Olli das Intro, also mit Theo Lingen. Und auch das Outro, also den Abspann, der am Ende kam. Der YouTuber hat sich hier die Mühe gemacht, dies quasi zusammenzuschneiden. Also so, dass quasi das Intro kommt und danach das Outro zusammengeschnitten, ohne den Film, wegen den Urheberrechten. Und hier könnt ihr, wie gesagt, jedes einzelne Intro und Outro ansehen. Von der Reihe Lachen Sie mit Stan und Olli zu allen 21 Episoden, die damals gesendet wurden. Zu allen 21 Spielfilmen. Und er hat dies damals vom Fernsehen aufgenommen, von ZDF oder von Sat.1, je nachdem, wo er halt eine VHS-Aufnahme davon hatte. Meine Intros und Outros stammen ja auch von alten TV-Aufnahmen, da die ja nie bildtechnisch restauriert wurden. Anders als die Spielfilme von Kinowelt, konnte ich damals auch beim Restaurieren natürlich auf kein besseres Bildmaterial zurückgreifen als alte VHS-Aufnahmen. Von dem Intro und Outro von Theo Lingen und dem Abspann von der ZDF-Sendung. Und daher werden wir das jetzt nun mal vergleichen. Und dann werde ich mein endgültiges Fazit sagen. Also das ist noch keine DVD-Kritik. Das kommt später, wenn die DVD dann auf den Markt kommt. Das ist jetzt einfach mal eine Vorschau, was euch in etwa bildtechnisch und generell erwartet.
Und deswegen lasse ich jetzt einfach mal denselben Trailer, dasselbe Intro von Theo Lingen ablaufen, denn ich habe dieses Intro gefunden. Das Intro, das hier gezeigt wurde bei Fernsehjuwelen, ist das Intro von Bombenkerle, auch besser bekannt unter dem Titel Laurel und Hardy, Schrecken aller Spione. Mit diesem Titel Schrecken aller Spione gibt es den Film auch auf DVD zu kaufen, in DVD-Qualität restauriert von, ich glaube, Fox war das der Herausgeber, als einzelne DVD, und dort ist auch die ZDF-Synchronisation drauf, wie bei der Theo Lingen Fassung aus Lachen Sie mit Stan und Olli. Nur es fehlt eben bei dieser DVD, die man käuflich erwerben kann, der Originalvorspann von Theo Lingen und der Abspann von der Sendung damals. Gut, wir lassen das jetzt ohne groß weiterzureden mal ablaufen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es scheint uns an der Zeit, einmal ein ernstes Problem zu besprechen. Hast du das gehört? Das ist wirklich ein Problem, Stan. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, festzustellen, wie die beiden Herren, mit denen wir heute wieder das Vergnügen und die Ehre haben, in unserem Lande zu dem etwas ungehörigen Beinamen Dick und Doof gekommen sind. Ich kann doch nichts dafür, Dicker. Wieso kannst du nichts dafür? Und nenn mich nicht immer Dicker, du Doofer. Es ist uns trotz intensivster Nachforschung leider nicht gelungen zu erfahren, wer sich dieses Etikett... So, ich denke, wir müssen das gar nicht weiter hier ablaufen lassen, denn man kann jetzt schon deutlich einen qualitativen Unterschied feststellen im Vergleich von Fernsehjuwelen zu den alten VHS-Aufnahmen. Das liegt auch nicht daran, dass dieser User, der den YouTube-Kanal Lachen Sie mit Stan und Olli betreibt, hier schlechte Qualität verwendet hat, sondern auch auf meinen VHS-Aufnahmen ist die Qualität vom Bild nicht sonderlich besser. Vielleicht einen kleinen Ticken besser, da ich neuere Aufnahmen habe aus dem ZDF oder aus Sat1 oder von Kabel 1 damals, wo ja einige Spielfilme mit Theo Lingen-Vorspann im Jahre 2003 bis 2004 wiederholt wurden. Und man kann hier einen deutlichen Unterschied erkennen, deswegen lasse ich das jetzt auch mal nebeneinander ablaufen, damit ihr da wirklich den klaren Unterschied seht. Ich lasse jetzt hier mal mit VLC-Player, wie wir haben ja den schon offen, machen wir hier den mit Media-Player mal auf. Moment. Und dann machen wir ein etwa gleich große Fenster. Und lassen das Ganze mal nebeneinander laufen, damit ihr mal die qualitativen Unterschiede erkennt. So, das dürfte eine gute Größe sein. Und hier ziehen wir das genauso groß. Ist jetzt hier sogar ein bisschen größer, deswegen machen wir das hier noch einen kleinen Ticken kleiner. Und das hier auch. So, wir haben jetzt hier Fernsehjuwelen und hier haben wir die alte Aufnahme vom ZDF. Gucken, dass es noch ein bisschen genauer wird. Ich denke, so in etwa dürfte das passen. So, wir lassen es jetzt mal nebeneinander laufen, damit der Ton nicht asynchron wird. Machen wir mal nur den Ton an von dem Fernsehjuwelen-Trailer und machen den Ton von dieser VHS-Aufnahme aus und lassen das Ganze von Anfang an laufen. Da hier schon das Bild startet, müssen wir natürlich hier auch einen Ticken vorgehen. Moment. So. Also, ich versuche mal, da ist das Bild schneller, also machen wir es so. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es scheint uns an der Zeit, einmal ein ernstes Problem zu besprechen. Hast du das gehört? Das ist wirklich ein Problem, Stan. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, festzustellen, wie die beiden Herren, mit denen wir heute wieder das Vergnügen festzustellen. Wir haben uns die... Stan. Hast du das gehört? Das ist zu besprechen. Hast du... Wie man sieht, kann man hier schon einen deutlichen Unterschied erkennen. Erstmal, das Senderlogo ist weg, ist klar, das haben sie natürlich weggemacht.
Das zweite ist, hier ist alles ziemlich unscharf, während es hier schon ein Ticken schärfer ist. Das hier von Fernsehjuwelen ist zwar immer noch keine hundertprozentige Kinowelt-DVD-Qualität, aber trotzdem deutlich besser als die alten VHS-Aufnahmen. Und deswegen lassen wir das nochmals ablaufen. Das ist wirklich ein Problem, Stan. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, festzustellen, wie die beiden Herren, mit denen wir heute wieder das Vergnügen und die Ehre haben, in unserem Lande zu dem etwas ungehörigen Beinamen Dick und Doof gekommen sind. Ich kann doch nichts dafür, Dicker. Wieso kannst du nichts dafür? Und nenn mich nicht immer Dicker, du Doofer. Es ist uns trotz intensivster Nachforschung leider nicht gelungen zu erfahren, wer sich dieses Etikett hat einfallen lassen. Es scheint sich aber um einen schon seit langer Zeit eingeführten Unfug zu handeln. Alles, was wir herausgefunden haben, ist, dass man den beiden Gentlemen auch anderswo ihre wahren Namen streitig macht. So nennt man in Italien Herrn Laurel und Herrn Hardy zum Beispiel Krick und Krock. In Polen Flip und Flap. Und auch in anderen Ländern haben sie noch andere Kosenamen. Ja, du hast recht, Olli, du kannst deinen Stein niemals umstimmen. Hm. Die beiden Betroffenen haben niemals einen Zweifel daran gelassen, wie sie genannt sein wollten. Und auch in ihren Originalfassungen haben sie sich selbst nie anders vorgestellt als so. Ja, Stelle Laurel. So, wie man sieht, natürlich ein klarer Unterschied. Hier wirkt das Bild jetzt etwas heller bei Fernsehjuwelen, während es hier etwas dunkler und damit auch ein Ticken besser wirkt bei der ZDF-Aufnahme. Aber generell kann man sagen, die Kontrastgebung und alles ist bei Fernsehjuwelen deutlich besser als bei den alten VHS-Aufnahmen vom Fernsehen. Mit Ausnahme jetzt von diesem Bild hier, wie gesagt, wo mir die Farbgebung hier von Ollis Gesicht besser gefällt als bei der Fernsehjuwelen-Trailer. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, zumal das ja hier bloß ein Vorschnipsel ist und nicht der eigentliche Hauptfilm. Springen wir mal vor zum eigentlichen Hauptfilm, den es hier natürlich nicht gibt, da hier, wie gesagt, nur der Vor- und Abspann auf dem YouTube-Kanal von dem Kanal Lachen Sie mit Stan und Olli zu sehen ist. Während hier jetzt noch am Ende vom Fernsehjuwelen-Trailer uns gegenüber überlegen fühlen. Deshalb lacht es. Wie irgendjemand sonst. Da kommen noch ein paar Szenen aus verschiedenen Filmen. Und ich sage jetzt euch auch, von welchen Filmen das ist. Das hier ist zum einen eine Szene von dem Film Stierkämpfer. Und ich muss sagen, ich hatte damals eine alte VHS-Aufnahme von Stierkämpfer und die war Katastrophe. Bildtechnisch wirklich richtige Katastrophe, noch schlimmer als diese VHS-Aufnahmen, als das Bild von der VHS-Aufnahme hier. Da ist das schon fast Fox-Qualität. Also Fox hatte damals den Film Stierkämpfer auch auf DVD rausgebracht. Ich meine zumindest, dass es Fox war. Den gibt es jetzt immer noch zu kaufen, auch mit der ZDF-Synchronisation, allerdings ohne Theo Lingen-Vorspann. Und dieses Bild hier kommt schon sehr nahe ran an die Fox-Qualität. Also das ist wirklich, wirklich sehr gute Bildqualität von dem Stierkämpfer-Ausschnitt hier. Dann springen wir mal weiter zum nächsten Bild. Das ist jetzt eine Szene aus Wunderpille, auch einem Film, der auch 2003 oder 2004 auf Kabel 1 nochmals wiederholt wurde, von Lachen Sie mit Stan und Olli. Und hier ist die Bildqualität in DVD-Richtung, also zwar nicht so gut wie bei Stierkämpfer, aber dennoch in Ordnung und besser als eine VHS-Aufnahme. Hier haben wir eine Szene aus Zwei Ritten nach Texas. Und auch hier kommt das Bild nicht ganz an Kinowelt heran, ist aber dennoch schon ziemlich nah dran. Hier haben wir wieder eine Szene aus Stierkämpfer, da habe ich ja vorher schon was dazu gesagt, wie gut ich die Bildqualität finde von Stierkämpfer. Hier haben wir eine Szene aus Hinter Schloss und Riegel, auch bekannt unter dem Titel Wir bitten um Gnade. Und hier muss ich sagen, ist das Bild wieder sehr gut. Hier haben wir eine Szene aus Die Doppelgänger. Das ist die Szene, wo sie in der Telefonzelle sind mit dem betrunkenen Mann und der seine Milchflasche auskippt. Auch hier muss ich sagen, dass die Bildqualität durchaus in Ordnung ist und an DVD-Qualität von Kinowelt herankommen kann. Hier haben wir eine Szene, ich glaube, das war wieder Wunderpille. 100% sicher bin ich mir nicht. Auch da ist die Bildqualität in Ordnung.
Hier wird er aus Stierkämpfer. Wie gesagt, bisher mein absoluter Favorit, was die Bildqualität betrifft von dem Trailer. Hier haben wir eine Szene aus Große Kaliber, auch bekannt unter Schrecken der Kompanie, wo er 2003 oder 2004 und auch jetzt letztes Jahr auf Kabel 1 oder auf anderen Sendern auch mal gezeigt wurde mit Theolingen-Vorspann. Die Qualität hier ist in Richtung DVD etwas besser wie VHS, aber nicht ganz so gut wie, wie jetzt die DVD-Restaurierungen von einzelnen Herausgebern sind. Wieder eine Szene aus Schrecken der Kompanie. Immer noch Schrecken der Kompanie. Ja, das war's dann auch. Bleibt mein endgültiges Fazit. Ich muss sagen, ich war von dem Lachen Sie mit Stan und Ollie Trailer positiv überrascht. Vor allem was die Bildqualität betrifft. Wo man ja unter anderem bei der Dick und Doof Box mitunter schon ein paar Abschnitte machen musste bei einigen Folgen. Aber hier muss ich sagen, bei dem, was ich im Trailer gesehen habe, war ich positiv überrascht. Also ich war echt, muss ich sagen, echt total positiv überrascht von dem, was die Bildqualität betrifft. Klar sind es hier auch andere Filmrollen, die verwendet wurden, deswegen hatten die vielleicht bessere Qualität wie in der Dick und Doof Serie. Aber das, was ich im Trailer gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir Spaß gemacht, hat mir Freude gemacht. Es kommt zwar nicht 100% an die Kinowelt-DVD-Restaurierungen der Filme heran, das ist klar, da meines Wissens nach hier ja auch nur Filmrollen verwendet wurden. Vielleicht wurde noch ein bisschen was hier und da an einem Kontrast geschraubt und so, da fehlt mir jetzt das genaue Hintergrundwissen. Aber was ich gesehen habe, war wirklich sehr gut, wäre ein bisschen übertrieben, aber wirklich gute Qualität, bis auf Stierkämpfer, also wie gesagt, bisher vom Trailer mein absoluter Favorit, Stierkämpfer, was die Bildqualität betrifft. Und ja, ich freue mich auf die Box, wenn sie Ende Mai rauskommt. Ich werde sie mir auf jeden Fall zulegen, wie gesagt, ob ich es gleich am Anfang mache oder eine Woche später, weiß ich noch nicht. Es wird dann auch eine Kritik, eine Review von mir dazu geben. Also ich bin positiv überrascht. Es ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zu alten VHS-Aufnahmen zu sehen, das auf jeden Fall, also das wirklich, wie gesagt, alles in allem muss ich sagen, ich bin wirklich positiv überrascht und die positive Überraschung, die übertrumpft auch alles und ja, ich werde nicht von Fernsehjuwelen bezahlt, ihr wisst, ich gebe immer meine ehrliche Kritik ab zu einem Produkt und deswegen, ich schwärme jetzt hier gerade wirklich, weil ich wirklich überrascht bin. Sollte aber die, ich hoffe einfach mal, dass die Bildqualität so bleibt, hoffe ich wirklich. Und dass das nicht nur im Trailer so war, sondern dass dann auch wirklich die DVD, wenn sie rauskommt, die Bildqualität hat, wie es im Trailer zu sehen war. Lasst mir gerne mal euren Kommentar da, eure Meinung wissen, wie ihr den Trailer fandet und was ihr erwartet von der Box. Und ich verabschiede mich von euch mit den besten Wünschen und wünsche allen noch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, schönen Mittag, schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video anschaut. Das Video kommt jetzt zwar um 0 Uhr circa online, wo es kaum einer anschaut, aber wie gesagt, ich mache den Kanal ja sowieso nur just for fun und nicht um damit Geld zu verdienen. Aber ich stehe zu meiner ehrlichen Meinung und meine ehrliche Meinung ist, ich werde mir die Box auf jeden Fall zulegen. Ich habe aber dennoch meine restaurierten privaten Fassungen zu Hause mit den Kinowelt-DVDs von damals und den VHS-ZDF-Tonspuren, die ich damals verwendet habe. Welche ich auch behalten werde und wahrscheinlich auch mit meinem Vater, wenn ich Dick und Doof schaue, Laurel und Hardy schaue, diese bevorzugen und diese verwenden zum Anschauen. Dennoch werde ich mir die Box holen, da sie einfach edel aussieht. Ich muss nochmals sagen, auch im Vergleich zur Dick und Doof Box, eine deutliche Steigerung, was die Optik betrifft, gefällt mir deutlich besser. Was aber, wie gesagt, auch kein Vorwurf an Fernsehjuwelen ist, denn bei der Dick und Doof Box, damals wollten sie sich halt an
der Kinowelt Dick und Doof Zweitausgabe wahrscheinlich orientieren, um den Fans das schmackhaft zu machen, dass sie sehen, okay, es hat vielleicht was mit Kinowelt von damals zu tun. Wobei ich aber schon die Kinowelt Zweitausgabe deutlich schlechter fand von den DVDs optisch gesehen als die Erstausgabe von Kinowelt. Das ist aber wie gesagt Geschmackssache, das kann jeder anders sehen. Ich finde die zweite Box optisch auf jeden Fall total gelungen und werde sie mir auch allein deshalb schon kaufen, um sie ins Regal zu stellen. Ich werde dann meine restaurierten Filme in DVDs zu dieser Box dazu packen, quasi, dass die originalen DVDs drin sind und dann auch noch meine restaurierten Fassungen. Und dennoch muss ich sagen, die Bildqualität, die hier geboten wird, ist auf jeden Fall gut. Also da kann man nicht dran meckern, wirklich gute Qualität. Und wenn das, was im Trailer gezeigt wird, dann in den Filmen auch so ist, dann sage ich einfach mal Hut ab und bin froh, dass sowas auf DVD herausgekommen ist. Und ich hoffe mal, dass die Zwei Herren Dick und Doof Box ähnliche Bildqualität haben wird, denn was ich damals von Sammlern von Zwei Herren Dick und Doof bekommen habe, von der Bildqualität, von den alten Aufnahmen vom Fernsehen, war wirklich zum großen Teil richtige Katastrophe, weil wirklich so blasse Gesichter zu sehen waren, so helle Gesichter, dass man oft gar nicht die Mimik von Laurel und Hardy erkannt hat, wo es ja eigentlich bei Laurel und Hardy Dick und Doof darauf ankommt, dass man auch die Mimik sieht, wenn Stanley zum Beispiel heult, wenn Stanley grinst oder wenn Olli verlegen an seiner Krawatte spielt, und das konnte man auf Entfernung da einfach gar nicht erkennen. Und deshalb bin ich echt gespannt, wie die Bildqualität von Zwei Herren Dick und Doof kommt, Zwei Herren Dick und Doof wird. Ich habe ja, wie gesagt, die alle mir selber damals auch restauriert und bin gespannt, wie die Bildqualität von der Zwei Herren Dick und Doof Box wird, denn auf die freue ich mich ehrlich gesagt am meisten. Und ja, auf jeden Fall zu Zwei Herren Dick und Doof, sobald es da einen Trailer davon gibt und sobald es da ein Cover von der DVD gibt, was es ja offiziell auf Amazon und Mediamarkt online immer noch nicht gibt, sobald es da ein offizielles DVD-Cover gibt von der Box, werde ich dazu auch ein Video machen und zum Trailer. Und ja, sobald Lachen Sie mit Stan und Olli auf DVD rauskommt, auf DVD-Box, werde ich auch dazu eine Kritik machen. Ich wünsche, wie gesagt, allen noch einen schönen Abend, Mittag oder Morgen, wann auch immer ihr das Video euch jetzt anseht. Und lasst mir eure Meinung in die Kommentare da, auch über konstruktive Kritik würde ich mich freuen. Und wie gesagt, wenn das, was im Trailer gezeigt wird, auch auf DVD wirklich so zu sehen ist von der Bildqualität, dann kann ich euch getrost diese DVD-Box auf jeden Fall empfehlen zu kaufen. Und wie gesagt, ich habe großen Respekt, dass Fernsehjuwelen sowas überhaupt auf DVD rausbringt, sich die Mühe macht, diese Filmrollen, die Rechte zu besorgen und alles auf DVD rauszubringen. Ja, die Qualität kann oft nicht mit Kinowelt mithalten, weil die einfach nochmal bildtechnisch alles restauriert haben. Aber mit ein bisschen technischem Wissen kann man sich auch problemlos mit den Tonspuren von den ZDF-Folgen und dem den Kinowelt-DVDs eine eigene restaurierte Fassung erstellen. Kann ich euch gerne auch nochmal ein Video dazu machen, wie das funktioniert und wie ich das gemacht habe. Aber jetzt wartet erstmal auf die DVD-Box. Freut euch drauf. Ich bin wirklich, wirklich begeistert von dem, was ich gesehen habe, und vor allem von Stierkämpfer. Also wie gesagt, das ist schon fast kein Unterschied mehr zu sehen zu der Fox-DVD, die es da gibt mit dem Titel Stierkämpfer. Und wenn das wirklich auf der DVD dann nachher auch auf der Box genauso eine Qualität hat, dann könnt ihr wirklich getrost zuschlagen. Und ja, bis jetzt kann ich euch die Box nur empfehlen. Sobald es was Neues gibt und neue Hintergrundinformationen zur Box und sobald die Box draußen ist, werde ich euch diesbezüglich auch nochmals ein Video machen und danke euch jetzt erstmal fürs Zusehen. Ja, gerne könnt ihr mich auch privat kontaktieren unter laurel-hardy-seltenes@web.de oder mir einfach einen Kommentar schreiben und da eure Meinung sagen oder die Fragen stellen, die ihr wissen wollt. Also ich danke euch von Herzen und danke an jeden einzelnen Abonnenten.